Herzlich willkommen zu den IT-Trends, dem Format, wo ihr auch im neuen Jahr natürlich die besten IT-News bekommt. Und wir starten wie immer durch mit den Hacking-News. Und hier gibt es ein kleines Update zu SolarWinds, dem Hack des Jahres, was ich im letzten IT-Trends-Video relativ ausführlich behandelt habe. Und zwar hat Microsoft jetzt hier einen zweiten Breach gefunden. Das heißt, eine zweite Partei, die sich sozusagen auf den SolarWinds-Servern eingelagert hat und dort die Software Orion infiziert hat, die von großen Protagonisten wie zum Beispiel Pentagon oder Microsoft selbst oder Nvidia oder eben auch der NASA benutzt wurde. Und ja, das Besondere daran ist jetzt also offensichtlich, dass hier nicht nur wahrscheinlich die russischen Hacker am Start waren, sondern noch eine andere Partei, von der man nicht weiß, was genau die da eigentlich machen. Das große Problem an der Sache ist, die haben sich eine ehrlich aussehende DLL so umgeschrieben, dass man Code einfach ausführen konnte auf Befehl. Das heißt, der Angreifer konnte einfach rohen Code dahin schicken und über die DLL, also das, was da im Programm quasi reingepackt wurde, wurde der Code dann direkt übersetzt, on the fly, wie Microsoft so schön sagt. Und darüber konnte quasi der Angreifer noch jeden Code ausführen, den er wollte. Das heißt, es war nicht nur eine Backdoor, sondern eigentlich alles. Also alles, was man wollte. Man konnte Crypto-Mining machen, man hätte eine Ransomware machen können. Man hätte aber auch natürlich einfach nur alles ausspionieren können, was auf dem System war. Ziemlich übel also. Und jetzt haben wir sogar zwei Parteien, die darüber quasi das Pentagon und alle drumherum infiziert haben. Zumindest vermutlich. Man weiß es nicht so genau, man ist noch hart am Untersuchen. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Das zweite, was ich euch mitteilen möchte, ist eine neue Research, eine neue Forschungsarbeit. Und zwar geht es hierbei darum, dass die virtuellen Assistenten, also sowas wie Alexa oder auch das von Google, der Google Assistant etc., dass die benutzt werden konnten, um tatsächlich nicht nur normale Tastaturen, sondern auch virtuelle Handy-Tastaturen abzuhören, und zwar nicht einfach so, wie man das vielleicht denken würde, über die Software an sich, über das Android-Gerät, sondern über den Ton. Und das heißt, eure Tastatur macht, wenn ihr zum Beispiel drauf tippt und das nicht ausgeschalten habt, macht es so kleine Vibrationsgeräusche. Und dadurch, dass so viele Mikrofone mittlerweile genutzt werden können, kann man hier tatsächlich sehr, sehr genau feststellen, wo im Raum zum Beispiel jetzt das ein oder andere Gerät ist. Also nehmen wir an, ihr habt mehrere Alexa-Geräte. Dann kann man sehr, sehr genau aufnehmen, wo genau ihr im Raum eigentlich gerade seid, wo Ton eigentlich herkommt und was ihr gerade tippt. Es reicht sogar wirklich aus, um bei einer physischen Tastatur zu unterscheiden, klicke ich jetzt auf diese Taste oder klicke ich vielleicht auf diese Taste, um quasi dann rauszufinden, wo genau habe ich eigentlich drauf getippt. Das wusste man jetzt schon ein bisschen länger, aber mittlerweile hat man eben auch die Möglichkeit, das Ganze auf dem Handy zu benutzen. Dadurch, dass natürlich das Mikrofon von eurem Handy sehr, sehr direkt an der Tastatur dran ist, ja, das Handy vibriert im Endeffekt, konnte man das jetzt wiederum benutzen, um zu lokalisieren, wo genau man drauf getippt hat. Und das ist schon sehr beeindruckend, wenn man über das Mikrofon Pins knacken kann. Das ist schon was Besonderes. Der Hack der Woche allerdings geht hier an Ledger. Ledger ist ein Hersteller für Crypto-Wallets, also wirklich Hardware-Wallets für Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin. Und ihr wisst, momentan sind Kryptowährungen Hype-Thema Nummer 1. Anders kann man nicht sagen, zumindest wenn man sich mit Zahlungsmitteln beschäftigt. Und natürlich ist sowas auch ein Angriffsziel, was sich lohnt. Aber jetzt hat man tatsächlich rausgefunden, und zwar am 20. Dezember ist das erst rausgekommen, dass die komplette Datenbank von Ledger, also von den Ledger-Kunden, kostenlos zum Download stand. Wie genau das passiert ist, weiß man aktuell tatsächlich noch nicht, aber Ledger hat das auch bestätigt. Vermutlich sind diese Kundendaten ungefähr vom Juli 2020, das heißt eigentlich schon ein bisschen länger her. Man hat allerdings erst jetzt gemerkt, dass diese Daten da verfügbar sind und man weiß nicht, was zwischenzeitlich noch passiert ist. Die Datenbank, die da kostenlos war, die ist von Juli 2020 gewesen. Das heißt, wenn ihr Kunde wart oder seid bei Ledger, ihr braucht keine Sorge haben, dass eure Kryptowährungen in Gefahr sind. Ihr habt natürlich die Keys, die Private Keys, nur auf eurem Ledger drauf, aber ihr musstet natürlich irgendwas kaufen. Irgendwo musstet ihr dieses Ledger-Gerät kaufen. Und diese Kundendaten, sprich euren Namen, Adressen, Telefonnummer, E-Mail-Adressen, was auch immer ihr da angegeben habt, Zahlungsinformationen, die sind jetzt natürlich im Netz. Das bedeutet für euch, ihr werdet wahrscheinlich mehr Phishing-Mails bekommen und wenn ihr irgendwie ein Passwort hattet, dann solltet ihr das definitiv ändern. Kommen wir aber zum Win der Woche und hier habe ich gleich zwei für euch. Das erste ist allerdings was sehr, sehr Schönes und zwar haben wir einmal Threema. Threema ist seit dem 21. Dezember Open Source. Ihr wisst, ich habe erst vor
kurzem einen Messenger-Vergleich gemacht und habe das dort natürlich dann in die Beschreibung rein editiert, das ist klar. Aber ja, das bringt natürlich Threema deutlich weiter nach oben. Man muss allerdings dazu sagen, dass nicht alles von Threema Open Source geworden ist, aber es ist auf jeden Fall schon mal ein absolut richtiger Schritt. Das macht Threema sehr vertrauenswürdig in meinen Augen. Also falls ihr einen neuen Messenger sucht, Threema ist jetzt auch meiner Meinung nach relativ oben dabei. Schreibt mir dazu aber mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare und schaut euch das Video an, um zu erfahren, welches die anderen zwei Top-Kandidaten sind, meiner Meinung nach. Das zweite betrifft das Jahr 2021 und zwar eine neue Richtlinie, die rausgekommen ist für Kreditkartenzahlungen online. Und zwar, Kreditkartenzahlungen haben ein riesiges Problem, was von vielen Leuten ausgenutzt wird im illegalen Bereich, und zwar Carding. Bei Kreditkarten habt ihr alle Zahlungsinformationen auf einer Karte stehen. Das heißt, wenn ich online irgendwas mit einer Kreditkarte kaufe, dann muss ich erst meine Kreditkartennummer, dann ein Ablaufdatum, was auch auf der Karte steht, und dann eine Nummer eingeben, die auch auf der Karte steht. Das ist natürlich kryptografisch gesehen absoluter Bullshit, denn alle Informationen, die ich brauche, sind auf der Karte und zwar nicht irgendwie verschlüsselt oder sowas, sondern einfach aufgedruckt. Jeder, der ein Foto von meiner Kreditkarte hat, kann die benutzen. Jeder, der irgendwie eine Zahlung von mir entgegengenommen hat via Kreditkarte, kann die überall anders benutzen. Das ist natürlich absolut unsicher. Deswegen hat man jetzt eine Richtlinie beschlossen, die das verbieten soll. Man braucht jetzt 2-Faktor-Authentifizierung, denn Carding ist ein riesiges Problem. Aktuell bzw. im vergangenen Jahr sind mehrere Millionen Euro Schaden entstanden, weil natürlich diese gestohlenen Kreditkarten auch von vielen Leuten benutzt wurden und dann wurden da irgendwelche Dinge im Internet gekauft. Soll natürlich jetzt verboten werden. Warum haben sich die Kreditkarteninstitute bislang nicht selber drum gekümmert? Naja, sie sind nicht verpflichtet gewesen dazu und tatsächlich war es günstiger, den Schaden auf sich zu nehmen, als das neue Ding zu implementieren. Zumindest bislang. Natürlich sind da andere Sachen aufgekommen, also zum Beispiel Versicherungen sind dafür aufgekommen und die Kreditkarteninstitute hatten wahrscheinlich nur relativ geringe Kosten vergleichsmäßig, aber so geht das natürlich auch. Also so sind jetzt alle verpflichtet, einen 2. Faktor anzubieten für Online-Kreditkartenzahlungen. Der Fail der Woche geht allerdings an das Europäische Parlament und zwar hat man hier eine Kostprobe des eigenen Datensammelwahns bekommen. Und zwar die Druckaufträge der Abgeordneten, auch die privaten Druckaufträge wurden hier natürlich gelockt. Und das bedeutet, man hat quasi aufgezeichnet, wer wann was, also welche Datei mit welchem Inhalt gedruckt hat und hat das alles gespeichert und zwar ziemlich lang. Tatsächlich haben sie jetzt auf Anfrage das Ganze ein bisschen runtergestellt. Allerdings muss ich euch darauf hinweisen, dass die Quelle, die ich unten verlinke, mit Vorsicht zu genießen ist. Netzpolitik hat hier nämlich geschrieben, was wäre, wenn der Abgeordnete sexparty.docx gedruckt hat und hat das Ganze mit einer 2. News vermischt. Und zwar hat sich der ungarische Politiker, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, hat sich dort zu einer Sexparty getroffen. Das Ding ist jetzt allerdings nicht, dass das rausgekommen ist, weil er irgendwie das Ganze im Parlament gedruckt hat, sondern das ist einfach so rausgekommen und war ein Skandal, weil er natürlich das nicht darf während Lockdown mit 20 anderen Leuten. Aber das hat nichts mit dem eigentlichen Drucken zu tun. Das heißt, es ist mit Vorsicht zu genießen. Also es sind eigentlich 2 News, die bei Netzpolitik hier in 1 geflossen sind. Aber trotzdem, Datensammelwut, so sieht man auch, dass es vielleicht nicht ganz so angenehm ist, wenn plötzlich alle Bescheid wissen, was man da gerade so druckt. Vielleicht waren es private Dokumente, die sensibel waren. Der Aufreger der Woche geht allerdings an Bayern. Und zwar sind dort nach dem neuen Gesetz wegen Hasspostings, also quasi Hass im Internet, sind über 1.100 Verfahren eingeleitet worden. Das ist eine ganze Menge. Und ja, das alles im Jahre 2020 ausschließlich. Das ist wirklich viel. Und um einen kleinen Vergleich zu kriegen, um was es hier so geht, 80% davon, circa 80% davon, sind rechtsradikale Äußerungen und Volksverhetzung. Um hier ein kleines Beispiel zu geben, was eine Äußerung euch kosten kann, will ich hier mal ganz kurz was zitieren. Und ich stehe absolut nicht hinter dieser Behauptung, okay? Das muss ich ganz kurz davor sagen. Es geht hier nur um den Vergleich, den ich hier geben möchte. Und zwar, es geht um den Mord an Walter Lübcke, den habt ihr wahrscheinlich nicht mitbekommen, war ein ziemlich extremer Fall und dort hat man natürlich auch drüber diskutiert und im Internet hat jemand geschrieben, mal den Richtigen erwischt in Bezug genau darauf, ich weiß leider den genauen Wortlaut nicht, aber für diese Äußerung wurden 70 Tagessätze zu 50 Euro verhängt.
wegen Billigung einer Straftat. 70 mal 50 sind 3.500 Euro. Das ist ziemlich viel. Ein kleines weiteres Beispiel, und zwar für die Äußerung, warum Galgen, der gehört gepfählt, hat man 60 Tagessätze zu je 25 Euro verhängt. Das sind 1.500 Euro, und zwar für die öffentliche Aufforderung zu einer Straftat. Also nur um so ein kleines bisschen das Ausmaß zu bekommen, was ihr am Endeffekt für so einen Post zahlen müsst. Also ich glaube, man sollte sich gut überlegen, ob man sowas schreiben möchte oder ob man das dann vielleicht doch lässt. Aber was meint ihr dazu? Ist so eine Äußerung tatsächlich Volksverhetzung oder Aufforderung zu einer Straftat, oder kann man das noch durchaus so sagen? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein, wobei ihr bitte, bitte sowas wie das da nicht reinschreibt, also auch nicht zitieren oder sowas, schreibt es einfach gar nicht rein. Ich will euch nicht in irgendwelche problematischen Situationen bringen. Kommen wir aber zu den Politik-News, und hier geht es um mehrere Dinge. Das erste ist allerdings eine Sache, die Alexa betrifft. Genauer gesagt ein Mordfall. Denn ein Gericht hat entschieden, dass Alexa-Sprachaufnahmen zugelassen sind als Beweismittel in einem Mordfall. Es kommt natürlich stark auf den Fall drauf an. In dem Fall waren die Server statuiert in Deutschland. Das bedeutet, man konnte einfach drauf zugreifen. Wären sie jetzt in einem anderen Land gewesen, wäre das nicht so einfach gewesen. Und ja, es geht um einen Fall, wo ein Mann seine Ex-Freundin beim Sex erwürgt hat. Und hier waren natürlich dann die Aufzeichnungen von Alexa absolut maßgeblich dafür, um denjenigen zu verurteilen, weil es ansonsten natürlich wahrscheinlich keine Zeugen gab. Und ja, was meint ihr dazu? Ist sowas sinnvoll? Sollte man Alexa-Sprachaufnahmen zu einem Beweismittel machen? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Meiner Meinung nach ist es ein bisschen kritisch, weil die natürlich auch verändert, verfälscht sein können. Aber wenn man die direkt von den Amazon-Servern bekommt, haben die wahrscheinlich wenig Interesse daran, diese Daten zu verfälschen. Also von dem her sind sie eigentlich ein ganz gutes Beweismittel. Aber ist das nicht quasi Selbstüberwachung? Man weiß es nicht so genau. Das zweite bezieht sich auf eine amerikanische Sache, und zwar die US Air Force, um genau zu sein. Die haben nämlich das allererste Mal einen Kampfjet mit einem Piloten und einem KI-Copiloten steuern lassen. Das bedeutet, eine KI hat Waffensysteme sozusagen in der Hand gehabt und konnte dann in der Luft auch darauf zugreifen. Das ist meiner Meinung nach höchst gefährlich. Ich verlinke euch in der Endcard ein Video, was leider viel zu wenig Menschen gesehen haben, wo ich genau über dieses Thema berichte. Was passiert eigentlich, wenn man eine KI baut, die töten soll? Warum ist das so furchtbar, und ja, warum sollte man das unbedingt unterlassen? Natürlich ist das nicht das erste Mal, dass eine KI irgendwie zum Einsatz kommt, wenn man irgendwas in die Luft sprengen möchte. Ich meine, Drohnen machen das ja schon relativ lange. Allerdings ist das trotzdem nochmal ein bisschen was anderes, wenn man jetzt tatsächlich auch Kampfjets mit KI bemannt. Das bedeutet, man wird wahrscheinlich immer weiter expandieren, und am Ende hat man dann höchstwahrscheinlich KIs, die Menschen töten, und man muss nicht mal mehr selbst irgendwas tun. Meiner Meinung nach ein sehr gefährliches Thema. Auch die nächste News dreht sich um eine fragwürdige Nutzung von KIs, und zwar geht es um eine KI, die in Österreich eingesetzt werden soll, um die Jobchancen von Arbeitslosen am Markt einschätzen zu können. Und das bedeutet, wenn ihr jetzt arbeitssuchend seid, dann habt ihr natürlich einen Berater bei zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das Äquivalent heißt, bei der Arbeitsagentur. Und dort werdet ihr dann quasi beraten, und diese Berater haben Zugriff auf eine KI, die eure, naja, persönliche Lage einschätzt und wie gut man damit dann am Arbeitsmarkt Erfolg haben kann. Das bedeutet, diese KI könnte am Ende entscheidend darüber sein, ob ihr Förderung bekommt am Arbeitsmarkt oder halt von der Jobagentur oder auch nicht. Weil ihr vielleicht zum Beispiel älter seid und sowieso bald in Rente seid, oder weil ihr vielleicht alleinerziehende Mutter seid oder eine psychische Erkrankung habt oder hattet. Solche Dinge können natürlich dann entscheidend sein, und natürlich ist es entmutigend, wenn dann eine KI sagt, hey, derjenige hat eher schlechte Chancen, wir geben die Fördergelder lieber denjenigen, die eine gute Chance haben. Meiner Meinung nach auch hier wieder ein bisschen voreilig, denn man weiß nicht unbedingt, wie gut diese KI funktioniert, aber naja. Was meint ihr dazu? Schreibt mir das gerne mal wieder unten in die Kommentare rein. Kommen wir allerdings zu den Hardware-News, und hierbei geht es natürlich um Nvidia. Denn Asus hat jetzt verlauten lassen, dass die Nvidia RTX 3080 Ti sehr, sehr gut zwischen der 3080 und der 3090 mitspielt. Und ich will euch ganz kurz sagen, für wen die 3080 Ti wirklich was ist. Die 3080 Ti wird gleich viele Recheneinheiten haben wie die 3090, so wie es aussieht zumindest. Sie wird 20 GB Speicher haben, während die 3080, also ohne Ti, nur 10 GB Speicher hat und die 3090 24 GB Speicher hat.
Sie wird wahrscheinlich zwischen der 3080 und der 3090 vom Preis her liegen und wird ein gleich schnelles Speicherinterface wie die 3080 bekommen, also das schwächere Speicherinterface. Damit hat sie quasi das Beste aus beiden Welten wahrscheinlich, weil in den meisten Fällen wird euch das Speicherinterface reichen, also von der Geschwindigkeit, wie schnell die Daten an die Grafikkarte gesendet werden können. Aber ihr werdet vielleicht mehr Rechenkerne haben wollen, damit mehr Dinge berechnet werden können. Und was für mich ganz besonders wichtig ist, ist der mehr Speicher. 20 GB Speicher ist schon eher zukunftsträchtig, während die 10 GB der 3080 vielleicht ein bisschen wenig sind. Denn immerhin hat meine 1080 schon 8 GB. Und ja, für wen ist jetzt also diese Grafikkarte was? Naja, wenn man sich mal überlegt, wer viel Speicher braucht, dann sind das vor allem Leute, die im Machine Learning Bereich unterwegs sind. Machine Learning Produkte brauchen unfassbar viel Speicher und ich werde mir auf jeden Fall die 3080 Ti holen oder die 3090, so zumindest in meinem Kopf, denn die 3080, die normale, hat nur 10 GB Speicher und mir reichen meine 8 bei weitem nicht. Die 20 GB hingegen reichen für wirklich solide neuronale Netze und ja, die Speicherbandbreite ist eigentlich nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Die ist zwar nice to have, aber ob ich jetzt da 760 GB pro Sekunde oder 936 habe, das macht den Braten jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so arg fett. Die nächste Hardware-News bezieht sich auf Speichermedien und zwar haben IBM und Fujifilm schon länger eine Kooperation. Das denkt man jetzt vielleicht nicht, aber es ist auch gar nicht so unüblich auf Tape. Also quasi, ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen wie ein Tesafilm, nur halt ein bisschen besser. Und zwar kann man darauf wirklich wunderbar Daten speichern. Es dauert zwar extrem lange, bis man diese Daten da drauf geschrieben hat und auch sehr lange, bis man sie gelesen hat. Viel, viel langsamer als bei Festplatten, aber für Backups ist sowas wunderbar. Denn man kann dort wirklich sehr viele Daten draufschreiben. Und ein kleines Update gibt es jetzt 2020, denn 2017 bis jetzt gerade war es noch so, dass man auf einen Tape-Streifen 330 Terabyte an Daten schreiben konnte. Das ist wirklich viel, wenn man sich das mal so überlegt. Aber 2020 hat jetzt da ordentlich nochmal hinterhergeschoben und zwar ist das neue Tape mit 580 Terabyte beschreibbar. Das ist wirklich, wirklich viel. Das heißt, wenn ihr sehr viele Daten habt, die ihr irgendwie unterkriegen wollt, die ihr aber eigentlich relativ selten nur lesen müsst und nur selten oder einmal nur schreiben müsst, dann ist ein Tape vielleicht genau das, was ihr braucht. Ich weiß von vielen, dass sie es in der Firma benutzen. Vielleicht könnt ihr das auch mal bei euch in der Firma brauchen. Wer weiß. Abschließend möchte ich wie immer mit dem Bericht der Woche und zwar handelt es sich hier um eine Geschichte, wo auch wieder eine KI vielleicht nicht ganz so zuverlässig war, wie man vielleicht dachte. Denkt vielleicht nochmal an die Kampfjets, okay, ganz kurz zumindest. Und zwar handelt es sich um Gesichtserkennungssoftware, die ein bisschen, naja, nicht so gut gelaufen ist. Und zwar wurde jemand in den USA verurteilt, hat mittlerweile über 5000 Dollar Verteidigungskosten gezahlt und 10 Jahre lang im Gefängnis gesessen. Und das, weil eine KI-Gesichtserkennung ihn als schuldig ausgewiesen hat, obwohl er es eigentlich nicht war. Das ist natürlich absolut fatal meiner Meinung nach und ist jetzt allerdings nicht zum ersten Mal passiert, sondern schon zum dritten Mal. Das heißt für mich definitiv Gesichtserkennung nicht so zuverlässig und vielleicht sollte man darauf keine Urteile stützen. Wird allerdings leider immer mehr und immer mehr gemacht. Ja, was sagt ihr zu dem ganzen Thema? Steht ihr für Gesichtserkennung oder seid ihr eher dagegen? Was meint ihr zu Strafverfolgung mit KI? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.